Ja, herzlich willkommen zurück bei unserem Kanal. Das Video von dieser Küchenmaschine hat in letzter Zeit recht viel Aufrufe dazu gekriegt. Jetzt haben wir uns gedacht, wir machen einfach mal einen Erfahrungsbericht nach 2 Jahren von der Maschine und den seht ihr nach dem Intro. Gleich vorab, es ist keinerlei bezahlte Werbepartnerschaft oder so. Alles, was ihr da seht, haben wir gekauft, bezahlt und werden es deswegen auch, wenn es sein muss, gnadenlos zerreißen. Das ist mir völlig egal. Ihr schaut es an, um unsere Erfahrung mitzukriegen und nicht um irgendwelche schöne Reden zu hören. Um was geht's? Es ist die Bosch MUM 5. Wir haben die damals ausgesucht, das hat so ein Komplettpaket. Könnt ihr da oben das Video nochmal ausschauen zur Not. Vor allem, was mir drum gegangen ist, das Zubehör. Ja, und dann letztendlich irgendwo auch der Preis. Es gibt ja da die Edelküchenmaschine, ne? Da sind wir dann 500 Euro und nach oben. Also kann man 1.000er für so ein Ding ausgeben. Nein, ist mir ehrlich gesagt so viel Geld. Wir haben da keine Profi-Bäckerei oder sowas. Wir brauchen das vielfältig im Einsatz und das macht sie. Und ich wollte euch noch ein paar Zusatzgeräte zeigen, die wir gekauft haben. Das sind einmal, was ich in letzter Zeit häufig genutzt habe, die Nudelwalze. Ich zeige das jetzt einmal ganz kurz, ohne das Video da in endlose Längen zu ziehen. Man nimmt das Ding. Dann kann man das da umdrehen. Jetzt blöd, dass wir auf der Seite stehen. Dann einmal, das klappt mal so hoch. Klappt es hoch, dreht es nach, klappt es zu, fertig geht. Das ist auch so wie beim Staubsauger. Ne? Also das Kabel ist eigentlich nicht im Weg, ne? Es geht auch wieder nach Hause. Und dann einfach einschalten und es dreht sich da. Geht echt gut. Es gibt ja die Handnudelkurbeln, also die Maschinen, aber wie viele Hände habt ihr, ne? Es fällt immer die, die die Nudelmaschine antreibt. Ist das, dann gibt es die noch in für Tagliatelle, beziehungsweise auch die dünnere für Suppennudeln, die haben wir jetzt aber leider nicht da. Wir arbeiten wieder auf 2 Baustellen. Also von unserer Seite her, klare Kaufempfehlung. Es gibt bessere Maschinen, aber wir reden von anderen Preisen und das wäre wieder Äpfel mit Birnen vergleichen. Ne? Naja, und uns langt die. Für normalen Hausbetrieb. Allemal. Ne? So, dann drehen wir das Gerät wieder um. Also zum Verstellen wirklich Knöpfchen drücken, das geht auch federbelastet, ne? Das geht wunderbar leicht. Dann rühren werden die meisten damit. Haben wir uns zusätzlich nur die weiße Rührschüssel gekauft. Dabei ist so eine Edelstahlschüssel. Kann ich mal schnell rausholen. Also die da ist dabei. Wir haben die da nur zusätzlich gekauft. Hat einen Hintergrund. Kartoffeln zum Beispiel oder Äpfel oder so. Die reagieren gerne mal mit Edelstahl oder mit Metall. Da kann es dann passieren, dass ihr wegen so einen metallischen Geschmack drin habt. Darum haben wir die Kunststoffschüssel genommen, die ist da geschmacksneutral. Ansonsten hat die halt den Vorteil, heißes Wasser, ne? Kein Problem. Es hat alles beides einen Vor- und Nachteil. Es gibt es völlig problemlos da beim großen A nachzukaufen. Und dann auch zum Rühren habe ich erst, ich bin immer der Silikon, wo ich mir denke, wieder das moderne Schmandzeug da. Ne? Aber das Ding ist echt genial. Gerade wenn man so Teige hat, ich sag mal Pfannkuchenteig, mehr flüssig wie fest, ne? Das putzt das Ding extrem sauber aus. Also man steckt es da einfach rein, ist ja überhaupt kein Kunstwerk, ne? Zack. Und dann, ich kann es ja mal laufen lassen.
Es putzt euch das extrem sauber aus und vermischt dadurch ganz gut. Bei Kneteige natürlich nicht, ne, weil das irgendwo braucht ihr einen Knethaken, also einen Brotteig oder so. Aber auch ganz klare Kaufempfehlung. Ja, Brot und so haben wir da auch schon gemacht. Schaut einfach mal in unsere Playlist, ich verlinke euch mal die Komplett-Playlist. Da ist die immer wieder, falls einer zweifelt oder so, wir verwenden es immer wieder in die verschiedenen Videos, zeigen sie ja. Und Brot sind normal bis 1,5 Kilo, sag ich mal. Also die normale Haushaltsmenge macht die ohne Schwierigkeiten. Brezen, Teig, was weiß ich. Ja, was man da nur? Das ist halt vom Umbauer her kein Problem. Pommes, also das andere Hobelzeug haben wir euch ja schon mal gezeigt. Gibt es eine spezielle Pommes-Scheibe? Schwer zu sehen, ja. Und da steht dann auch immer drauf. Man sieht jetzt wahrscheinlich ganz schlecht oben. Und das nimmt man dann auch oben. Also man kann da nicht viel falsch machen. Also man macht das wie ich. Ja, jetzt hat. Also das ist völlig problemlos. Deckel drauf, da sind auch Pfeile. Zack, fertig. Ich habe einmal schnell ein paar Kartoffeln geschält, dass man das auch vorführen kann. Und wir filmen es mit der zweiten Kamera. Kamerakind Eva zeigt euch jetzt das dann einmal, dass ihr das genau anschauen könnt. Also ihr schmeißt das Ding dann ein und drückt das schön langsam runter. Die fährt da immer nur mal kurz, wenn man es ausschaltet, weil es dann unten den Rührbesen so stellt, dass ihr den Deckel wieder aufbringt. Ne? Sie macht es leider, darum habe ich ja gesagt, ich erwähne es, bleibt sowas stehen, weil das einfach sonst da rein fahren geht, ne? Also der Ding, der da drauf fahren, das ist halt technisch bedingt. Aber gut, sowas kann man zur Not auch mit dem Messer schnell schneiden. Und das ist dann das Ergebnis. Ich zeige euch da mal, das ist glaube ich einfacher. Fertige Pommes frites in kürzester Zeit. Könnt ihr jetzt dann kochen, kurz ankochen und frittieren oder im Backofen mit ein bisschen Fett drauf, Röstbraten, fertig. Ich tue die da mal ins Wasser. Ich erwähne, wenn irgendwas kaputt gegangen ist bis jetzt, dass ihr das erfahren solltet. Das Ding ist uns kaputt gegangen, und zwar ist da unten so ein dünnes Stell. Da ist es abgebrochen, hat sie irgendwie verklemmt oder was auch immer. War aber überhaupt kein Problem. Das große A, kann man sowas kaufen. Also es ist ein Sollbruchstell und ich finde es nicht schlecht, wenn es dann im Zweifel abbricht, bevor der ganze Motor durchbrennt. Ne? Also geht. Kleiner Nachteil, aber ohne Probleme erledigt. Und ich heule jetzt auch nicht, weil was geht beim Auto kaputt und was kostet das? Ja. Wo man sich denkt, naja. Reinigung ganz einfach. Ihr kennt es, ihr seht selber in kürzester Zeit zusammen auseinanderlegen. Also Auseinanderbauer, zack, fertig.
abspülen durch. Ja, und der eine Hauptgrund, warum wir das Ding gekauft haben, war das Würfelschneidgerät. Das ist die Würfelschneidmaschine, Würfelschneidaufsatz. Ist genauso leicht zu zerlegen. Ne? Ihr habt da zwei verschiedene Würfelmesser. Das seht ihr auch gleich beim Umbauer. Ich mache jetzt schnell nochmal Kartoffeln, um euch da beide schnell vorzuführen. Vom Eibauer her ist es, es geht nur in eine Richtung. Das sind so kleine Ösen. Also im Zweifel dreht es einfach, bis es aussteht, also bis es einlässt. Oben dasselbe Spiel. Zack. Das war's schon. Ganz wichtig, niemals mit die Finger da rein, das laufen Messer. Komm. Hier, ne? Da machen wir jetzt schnell auch nochmal Kartoffelwürfel. Kamerakind Eva nimmt wieder Ausrüstung. Und rot ist ja. So geht. Das war das Ding zum, und es geht jetzt halt nicht mehr zum Bewegen, ne? Also die Maschine läuft zwar an, aber es dreht sich nichts, ne? Wichtig für eure Finger, ne? Dann nimmt man die das Ding da raus, dann nimmt man das Ding da raus, das ist das grobe Messer. Steckt das feine Messer, das geht auch nur in eine Richtung rein, also wenn es nicht rein passt, war es verkehrt, oder wenn es nicht rein geht, war es verkehrt. Die Messerscheiben wieder oben drauf mit dem Ding da drunter. Die drei Klappen einfach draufklappen. Und dann wieder drehe, bis irgendwo einrast. Ja, mal, das war so. Deckel drauf. Fertig. Ihr könnt ja da ohne weiteres das nämlich austauschen. Andere Schüssel drauf. Und dann haben wir jetzt dafür feine Gemüsewürfel. Und da von der Reinigung her das gleiche, ruckzuck ist zerlegt. Es ist jetzt da
Ist halt bauartbedingt, klemmt sich das Zeug da rein, aber da ist so ein Spezialwerkzeug dabei, wo man das dann auch wieder rausbringt. Mal da, zack, einfach. Aber da will ich jetzt gar nicht lang damit nerven. Deckel haben wir den auch schon gehabt. Ja, egal. So schnell habt ihr da schöne Gemüsewürfel. Jetzt haben wir eine Sauerei veranstaltet. Also ganz ehrlich, ne? Welcher Anna-Karotten rentiert sich das nicht, ne? Wir haben einen ganzen Sack voll gehabt, haben die gewürfelt und eingefroren, dass man es einfach so im Winter oder wenn man es halt braucht, eingefroren wieder rausnehmen kann, da rentiert sich sowas. Oder eben auch dann Kartoffelwürfel. Ich habe jetzt da gerade überlegt, zum ist das ja gerade Spargelzeit, zum Spargel mit neuen Kartoffeln, ob das vielleicht ganz schick ausschaut, wenn man die drunter legt. Schaut einfach mal da in die Videos. Ja, jetzt da die Kartoffelwürfel. Ich habe es jetzt schon wieder in einer Schüssel mit Wasser. Die werden wir jetzt dann bei Spargel mit Soße Hollandaise verwenden. Wenn euch das Rezept jetzt interessiert, drückt mal auf Abo und die Glocke, das kommt jetzt in die nächsten Tage. Ja, und dann ja, gekauft haben wir das ganze Ding bei der Firma mit dem A. Wir verlinken euch jetzt alles, was ihr da seht, einmal da unten. Würde uns sehr freuen, wenn der eine oder andere sagt, Mensch, die Küchenmaschine gefällt mir, kaufe ich. Wenn er das über den Link kauft, kriegen wir da, ich glaube, 3% oder so. Kauft ihr das ohne den Link, macht ihr den Herrn Bezos einfach reicher. Also es ändert sich da nichts am Preis. Wir haben euch jetzt da hier die Dienstleistung, den Service geboten, dass ihr gesehen habt, funktioniert irgendwas, das seht ihr da auf der Internetseite oder auch im Fachhandel nicht. Ne? Wenn ihr irgendwo hier geht in Fachhandel, dann stellen die euch die Maschine so, oh, die geht gut. Ja, wisst ihr bloß nicht. Ne? Ja, dann beim Amazon kauft ihr ja dann völlig ohne Risiko, geht's nicht. Packung, zack, fort, zurück, gut ist es. Ne? Das ist also ein Unterschied zum Fachhandel oft. Aber egal. Unser Fazit nach 2 Jahren. Super. Geld mal wieder kaufen, ganz ehrlich. Sie hat gewisse Schwächen, aber da vergleichen wir dann einfach die Maschine mit einer großen Rührmaschine oder mit einem Gerät für 1000 und mehr Euro. Kann man nicht vergleichen. Aber ganz normal für einen ganz einfachen Haushaltsgebrauch, wie wir ihr haut, auch die Videos machen, jederzeit wieder. Und wie gesagt, gerade wenn ihr dann auch zum Einmachen, es ist ja auch, ihr habt da Wohnung irgendwo in der Stadt und ihr könnt da nicht Karotten und was weiß ich, sackweise lagern, beziehungsweise wäre es bei uns das Problem, bis wir es lagern, haben es die meist gefressen. Also füllen wir es in Tüten ab. Frieren das Ei, nehmen wir es raus, wenn wir es brauchen. Oder eben dann Kartoffelwürfel. Es gibt ja nur zig andere Scheiben. Ihr kennt Rösti, ihr kennt Reiberdaci, ihr kennt Viertelös. Da oben haben wir ja ein Video. Es ist gigantisch einsetzbar. Also das ist keine Maschine, die einfach in der Küche im Weg rumsteht. Gibt es viele andere. Dann was ist? Wir bedanken uns fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.